Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Und heute mit dem Impuls der Woche. Sagt mal, kennt ihr eigentlich euren Marktwert als Scrum Master, Agile Coach oder was immer ihr für eine Berufsbezeichnung habt? Nun, diese Frage stellen sich Festangestellte oft sehr selten, müssen sie auch nicht. Ist auch gut so, dass man nicht jeden Tag um sein Gehalt verhandeln muss und diese Sache beiseite legt und sich um die Arbeit kümmert. Allerdings ist es, sage ich mal, wert, da einen Gedanken zu verschwenden, weil als Festangestellte habt ihr quasi eine Wette auf einen einzigen Kunden, ne? Das ist euer Arbeitgeber. Insofern ist das ein bisschen anders wie bei Selbstständigen, die das ein bisschen stärker diversifiziert haben. Und daher denke ich, ist es immer eine gute Idee, so ein bisschen seinen Marktwert zu kennen. Ja. Nun, wie bekommen wir denn diesen Marktwert raus? Also, erster Schritt, wir können natürlich klar mal schauen, was verdienen andere. Ne? Also, da gibt es genügend Gehaltsreports, Glassdoor, Kununu, whatever. Da kann man mal nachschauen, was die anderen Kollegen so verdienen. Ja. Oft passt vielleicht die Berufsbezeichnung nicht ganz. Oft passt die Region vielleicht nicht ganz. Also wenn München 14% über Bundesdurchschnitt ist, dann muss man das halt mit reinrechnen. Und das ist schon mal ein erster Schritt, schon mal gut. Da haben wir schon mal ein bisschen Orientierung. Die andere Frage ist dann, die man sich stellen darf vielleicht, ist, wenn es darum geht, um den Marktwert zu ermitteln, ist, was ist denn der Wert eigentlich? Und da haben sich schon schlaue Leute sehr früh damit beschäftigt. Eine Definition ist, ich zitiere, dass sich der Wert einer Sache nach der von Gott festgelegten Seltenheit und Nützlichkeit bemisst. Das ist von Thomas von Aquin 1225 bis 1274. Also schon sehr früh haben sich die Leute überlegt, was ist denn eigentlich Wert? Also er definiert hier den Nutzen, den ich generiere und die Rarität. Eine etwas modernere Interpretation könnte man sagen, der Wert ist Nutzen, mal Rarität, mal Anzahl der Personen, die ich damit erreiche. Ne? Genau um das geht's. Ich muss quasi rauskriegen, was ist der Nutzen, den ich stifte? Also was ist das Problem, was ich für den anderen lösen kann? Ja? Und was ist dem anderen das wert, dass ich dieses Problem löse? So. Und das rauszukriegen, kann man natürlich probieren, indem man Gehaltsreports befragt, aber eine echte Antwort darauf, was für euch der richtige Wert dann auch ist, um in Referenz auf das Problem, das ist eigentlich nur, dass ihr eine echte Marktantwort bekommt. Und wie bekommt ihr diese echte Marktantwort? Naja, indem ihr euch bewerbt auf ein echtes Problem, was zu lösen ist oder eine Herausforderung und whatever und schaut, was ist denn jemand bereit, euch zu zahlen für das, dass ihr ihm dieses Problem löst oder diese Aufgabe für ihn benimmt. Und dann habt ihr eine echte Marktantwort. In diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren, bewerbt euch einfach mal und schaut, was der Markt so spricht. Bis denn, euer Martin.